Herzlich willkommen zu einer Folge von KWG0. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstag, schönen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt Kuchen da, ich wollte keinen da. Gestern verampft. Aber das macht nichts. Wir machen weiter, ob wir gestern Oscar haben oder vor gestern. Heute 13 Uhr. Nee, Quatsch, jetzt mal. Wo wir aufgehört haben, und zwar bei der Aussage und mit der Motorradkämpfer. Beides läuft nun, denke ich mal. Kann ich sagen. Wir werden uns mal ein bisschen gucken, was wir mit Holz machen. Oder zumindest Holz verkaufen. Kurz Licht machen. Da wird Licht. Wir werden Holz verkaufen. Hier müssen wir einmal ein LKW stehen. Ups. Da wo wir verlassen haben. Wir haben auch Licht, ne? Den müssen wir nur entsprechend zurückfahren, dass er auf den Anhänger anhängen kann. Ich fahre immer echt am Anhänger. Ganz langsam und sicher. Die Bäumchen sind auch noch gerade mal im Anfangsstadion. Ganz links, ganz rechts. Ja, da stehen so 1, 2, 3. Ganz kleine. Frisch ausgepflanzt, dann noch eine. Aktuell kann man noch durchfahren. Hier werden mal die Bäumchen, die rumliegen, aufladen. So, da haben wir schon mal 3, 4 Stück. Und ganz kurz schauen, wir alles hier aktivieren. Mit Bäh. Da alle hinten auf. Ja, das passt eh. BD aktivieren und B wieder aktivieren. Wenn die Fahrer, dann verrutschen die ganzen Bäume. Stopp. Irgendwo ein Baum könnten. Ja. Steht er. Der böse Junge. Ach, da ist noch einer. Ja, macht nichts. Haben wir gesehen. Querfalle. Ja, die drei noch, ne, die wir nicht kriegen. Wir fahren mal zurück. Wir müssten mal jetzt die vorne aufladen. Da irgendwo mit Y. Die Länge ist 6 Meter, also bei 3 Meter noch was. Und jetzt werden wir die Seite wechseln. Oh, left. Wollen wir rechts heißen? Ich weiß es nicht. Gibt ja nur links und rechts. Natürlich hinten und vorne, aber von da macht das nicht vorgesehen. So, schauen wir mal. B ist da. Das klappt ganz gut. Beziehungsweise nur einer. Oh, da liegen ja mehr, ne?
Das ist ja wohl alles bitten, ne? Schick, schick. Geht da vorne noch im Lichtkegel noch, da haben wir genug gemacht. Aber wieder 50.000 verdienen kann. Über die Richtung grob jedenfalls. Ich habe gestern mal gesehen, oder vorgestern, Baumtest, welche Länge optimal ist. Anscheinend 11 Meter bei großen Bäumen. Aber hier aber auch noch normale Bäume. Dann müssen wir sehen, was ich im Endeffekt kriege, ne? So. Die schon sind, können wir eh nicht ändern. So, wir fahren nochmal jetzt zum Sägewerk. Die anderen können alle arbeiten. Das wird hier langsam sicher hoffe bald hell. Ich spiele jetzt auf Patch 1.4. Turing Card ist nach wie vor die 1.0. Es gibt aktuell keine Informationen. Aber da heißt es Geduld haben. Machen die Kollegen alles in ihrer Freizeit. Kann man nur das Beste hoffen. Es kann natürlich auch sein, dass es gewartet wird auf diesen, wenn das im Mod Contest, diesen Fabrik-Skript rauskommt. Von, weiß nicht, Mod Company oder wie das Ding heißt. Jedenfalls so eine Gemeinschaft, die das gemeinsam erarbeitet, um die Fabriken zum Laufen zu bringen. Die Sägewerke zum Beispiel. Es könnte sein, ein Grund sein, dass es immer ein bisschen dauert. Wenn er sich das sagt, ja, wenn ich das frei mache, dann mache ich es auch richtig. Das heißt, dann mache ich es erst, wenn ich alles habe, dann mache ich es richtig fertig. Gut. Kann man verstehen. Und wir können nichts machen. So, jetzt haben wir mal locker. Ja, keine 50.000. Also eben halt ein bisschen mehr als 40. Passt schon. Das muss man so in Kauf nehmen, ne? Oh, ein Teil geht ja sogar. Wollte vorher nicht. Aber das passt schon. Ja, wir fahren da oben hin wieder. Wollte irgendwann mal eine zweite Auffahrt machen vom Hof. Ein bisschen angenehmer zu fahren ist. Eigentlich blöde ist, dass ich hier keine Felder habe. Dass ich mal ein bisschen Umweg fahren müsste. Ah, gut, dass jemand dich entlassen hat. Ups. Bin da. Also Dunkelarbeit ist ein Scheiß, sagt man so ganz grob. Aber wir müssen ja abwarten, bis die Ausfahrt fertig ist. Sonst haben wir ein Problem auf Feld 60. Dünger, Weizen, arbeiten auf Plantenschutz. 6 km/h, da machen wir gerade die Kurve. So, wie man hier aufladen.
Seitenwechsel. Meine Hilfe wieder machen. Start. Gut. Start, stopp. So viel Bäume liegen nicht mehr. Aber wir fahren nur, wenn wir richtig voll sind. Ja, mit der geht wohl nichts. Wir liegen noch 3, 4. Auf der rechten Seite. Kleinholz. So, wieder Seitenwechsel an. Da fällt ein Baumstumpf. Und wieder zu Fisch. Hier liegen noch 3, 2. Hier mitnehmen. Ne? Und später der Wald gewachsen ist, da kommen wir gar nicht mehr richtig hin. Das heißt, wir haben hier ein paar Pflanzen. Eine Pflanze hat keine. Ich möchte gerne ein bisschen Tappen beiseite machen. Da gibt es keine Bäume mehr. Wir müssen wieder welche fällen. Aber das macht dem Blumen keinen Spaß. Wir schauen mal an unseren Geräten, wie weit der Boden ist. Noch ein bisschen. Zug. Naja, sieht auch noch ganz lustig aus. Aber Übersichtskarte. Das sieht gut aus. Hat ja fast fertig, in Anführungszeichen. Der andere ist auch fast fertig. Aber wir müssen Holz sehen. Anders geht's ja gar nicht. Können ja nichts tun. Ne? Können ja nicht faul rumliegen hier oder auf faulen Haut. Haben wir mehr Licht? Auf geht die Klappe. Eine neue Ansicht, ne? Wenn ich erkennen können, ist die Tiefe. Aber so. Das Einzige, was hier ist, meine Augen still halten. Ja, ich mache eine andere Ansicht. Das ist zu anstrengend. Ich schaue ja Tastatur wegen Gegen und zumindest die Funktion wie Segen zum Beispiel mal Tastatur. Krambewegung mache ich ja über rechts, über einen kleinen Hebel. Na, Meter? Oh, haben wir Glück gehabt. Kein Meter. Welche Länge haben wir? 6 Meter. Die machen wir auf 12 oder 11. Also die machen wir noch fertig auf 6.
Und jetzt machen wir nachher Z auf 11 Meter. Na, ja, geht noch 8. Dann müsst ihr den Mob nehmen. Na gut, okay, nehmen wir 8. Aber 8 ist ein blödes Maß, weil das geht nicht genug mit. Na gut, okay. Bei 11 ideal. Die Menge würde auch gut auf den Eckel passen. Ja, 12. Verkaufspunkt würde auch Tourette stehen. Hätten nur einen kleinen Haken. Der Wald ist sehr weit. Also wenig Bäume auf Quadratmeter. Das heißt, ich müsste viele Verkaufspunkte machen. Letztendlich würde er aber weit fahren mit dem kleinen Fahrzeug. Das ist ein bisschen blöd. Da hängen wir uns jetzt auf. Und Glück gehabt, dass wir wieder runtergekommen sind. L2 plus A. Was ist das hier? Das ist die Frage. Finde ich jetzt nicht. L2 ist ganz komisch. Könnte das gekünstet sein. Ein Joystick. Nee. So. Na, das jetzt bringt jetzt auch nichts. Das bringt nichts, das rauszufinden, das ist so unkenntlich. Die Tastatur kennen wir uns aus, lassen wir bei. Ich sehe gerade, die Zeit läuft wieder ab. Der Wahnsinn. So, meine lieben Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder entscheidet zum Reinschauen. Natürlich auch gerne über ein Like oder ein Abo. Dann seid mal, sag mal danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao, ciao.